Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder die Bakereimeister mit dem Let's Play von Zelda 4, Link's Awakening. Ja, und spielt nach A Link to the Past, soweit ich das noch im Kopf habe. Und Link fährt mit einem Boot zu neuen Abenteuern, aber es gibt einen Sturm und... Da sehen wir Link, Feuer oder Blitze. Er wird von einem Blitz getroffen auf seinem kleinen Bötchen. War das ein Floß oder ein Boot? Egal, das war auf jeden Fall ihr Schiff und er ist gestrandet jetzt. Auf einer Insel. Einer tropischen Insel, wie ich immer fand, mit den ganzen Palmen und so. Und ist bewusstlos. Aber wird gefunden von einem jungen Mädel, welches in einem Dorf auf der Insel lebt. Die Kamera fliegt hoch oder schwenkt hoch zu einem Berg mit einem riesigen Yoshi-Ei. Und es ist The Legend of Zelda Link's Awakening 1993 Nintendo. Claude M. Moise hat mal wieder die Übersetzung gemacht und ich spiele auch die uralte Version, nicht die Link's Awakening DX-Version mit einem zusätzlichen Dungeon und Farbe. Nein, es ist das klassische schwarz-weiß Original Gameboy-Spiel von Anno dazumal, welches ich auch hatte, deshalb spiele ich das, weil das ist das, was ich kenne. Aber es ist schon ewig her, dass ich das mal gespielt habe, also von daher weiß ich nicht mehr alles. Aber es hat sich ziemlich eingebrannt bei mir, dieses Spiel. In jeder Hinsicht. Und ja, das wunderbare Thema. Es war das erste Zelda-Spiel, was ich so richtig komplett gespielt habe. Link to the Past habe ich, und dann loopt das hier gerade. War das erste Spiel, das ich... Es ist ein Boot tatsächlich. Kein Floß. Ich verwechsel das gerade. Das erste Zelda-Spiel, das ich komplett durchgespielt habe. Und Link to the Past habe ich erst viel später mal gespielt. Ich habe das immer mal gespielt bei Freunden auf dem Super Nintendo. Ich selber hatte das Spiel nie. Ich hatte nur dieses Spiel eigentlich und ja, es ist ja auch ein Remake rausgekommen in 3D-Grafik mit dieser Chibi-Grafik, die es da gibt. Hat Nintendo jetzt ja auch gemacht, so ein Remake. Habe ich noch nicht angespielt. Ich habe auch DX nie gespielt. Ich kenne eigentlich nur dieses Spiel. Ich kenne nur diese Ursprungsversion, weil was anderes gab es damals nicht und ich habe das wirklich sehr, sehr lange gespielt. Ich habe eine Weile gebraucht, um das durchzuspielen. Es ist gar nicht so schwer eigentlich, so, aber es gibt ein paar Stellen, wo ich mir Sorgen mache, ehrlich gesagt. Müssen wir mal sehen, wie es läuft. Das Ganze spiele ich mit dem Emulator und ich kann auch Save States machen hier. Für den Fall der Fälle mache ich nur aus einem bestimmten Grund mache ich das, weil und auch nur an einer Stelle werde ich das, glaube ich, anwenden überhaupt. Oder wird es überhaupt nötig sein? Weil sonst, wie gesagt, das Spiel ist nicht sonderlich schwer. Ich kenne mich auch ein bisschen mit dem Spiel aus. Also es ist nicht so, als werde ich jetzt komplett blind reingehen. Aber es gibt eine Stelle, die hat mich traumatisiert im Grunde genommen damals. Mehr oder weniger. Und ja, das liegt an einer bestimmten Mechanik im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Spiele das haben. Wir sind im Hauptmenü. Und wir können hier jetzt drei Spielstände anlegen. Einen habe ich schon gemacht, aber den kann ich auch löschen. So, okay, weg damit. So, jetzt haben wir null. Oder gar keine. Und eine nette kleine Sache, die sich Mr. Claude M. Moise ausgedacht hat. Unser super Übersetzer aus den 90ern, der auf Secret of Mana wunderbar mit der Lindenstraße übersetzt hat. Unter anderem. Er hat hier etwas eingebaut tatsächlich. Wenn man seinen Namen eingibt... Zwar alles in Großdruckbuchstaben. Das habe ich, glaube ich, mal in dem Nintendo-Magazin da gelesen, dass man das machen kann. Ich dachte so, wow, cool, das ist ja voll hackermäßig hier. Wenn wir jetzt seinen Nachnamen eingeben, bekommen wir Musik. Ja, das gibt es auch nur in der deutschen Version. Das hat der Übersetzer quasi eingebaut. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Dass er hier noch einen eigenen Soundtrack komponieren konnte und ihn mit seinem Namen quasi hier hinterlegen konnte. Ja, der gute alte Moise. Ich habe mir mal Claude M. Moise gesagt. Aber es ist natürlich irgendwie so französisch. Claude M. Moise. Aber nun gut. Ja, das der Übersetzer hat sich mal hier dezent eingebaut. Und es gibt noch eine weitere Melodie, die man abspielen kann. Hey, das läuft sogar weiter, wenn ich in andere Menüs gehe. Dein Name steht da sogar in deutscher
Pixelgrafik. Wenn wir Zelda eingeben, kriegen wir auch eine andere Musik. Bedrohlich. Oh ne. Das ist so eine karibische Version von dem Zelda-Thema. Passend zu dem Spiel. Zu Kokolint. So heißt die Insel, auf der wir uns befinden. Da oben stehen so ein paar, ich glaube, Iron Knuckles heißen sie. Zwei Stück. Die stehen da einfach so rum. Hallo. Guten Tag. Beep, beep. Yeah. Wir können es auch kopieren. Von Zelda nach Zelda. Okay. Dann kopieren wir es nochmal. Wir können es kopieren. Warum sollte man das tun? Ich weiß es nicht. Ja, wir können es tun. Aber ich mach's nicht. Ich lösche das jetzt alles wieder. Die Kopierfunktion. Auch interessant, dass das überhaupt da ist. Ja? Oh, ich wollte ja gar nicht starten. Halt! Gut, dass ich einen Safe State gemacht habe. Okay. Ja, im Grunde haben wir schon das, was ich haben wollte. GBF, da steht's ja schon. Ein Hoch auf Safe Stating hier. Ist natürlich nicht ganz original, aber im Zwecke dieses Let's Plays gönne ich mir den Luxus. Und ja, legen wir los. Mit meinem Namen GBF, das sollte ja wohl passen. Und ja, wachen wir auf. Link's Awakening. Link muss aufwachen. Da 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 da. Gott sei Dank. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein. Ich heiße Marin. Ich habe außerdem rote Haare und keine braunen oder blonden Haare, je nachdem. Du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Keine Ahnung. Bin ich in Ordnung? Anscheinend ja. Ich kann laufen. Ja, sogar diagonal. Yeah, cool. Ja, und das ist Marin, aber sie hat den Namen noch nicht genannt. Oder? Kokolint hat sie gesagt. Am Strand unten, dort wo ich dich gefunden habe, wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Geh den Weg entlang nach Süden. Ja, danke. Danke, Marin. Yay, wir haben drei Herzen, keine Rubine, keine Gegenstände noch nicht. Und ich kann auch rückwärts laufen, wenn ich da... Wir können so ein bisschen Moonwalking betreiben. Yeah, Moonwalking! Ne, geht nicht immer. Zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Ja, Vasen können wir nicht hochheben. Der Link ist schwächer geworden. Im Gegensatz zu Teil 3. Da kann er zumindest Vasen und sowas hochheben, aber hier kann er es gar nicht. Dazu brauchen wir erstmal einen Gegenstand. Und hier haben wir Super Mario. Was ist im Schrank? Ja, spinn ich denn? Was fällt dir ein, in meiner Truhe herumzuwühlen? Du ungezogener Kerl. Ich will nur ein bisschen in den Truhen rum. Ich suche Geld. Ich brauche Geld. Kohle. Gib mir Kohle. Hey du, Super Mario. Ah, ich renne erstmal raus. Hey Kleiner, wo willst du denn so schnell hin? Ich habe hier etwas für dich. Wer, du? Endlich bist du wieder auf den Beinen, GBF. Heißt sie übrigens Tarin. Ja, das ist Tarin und Tochter ist Marin. Tarin, Marin, Barin, Worin, Mirin. So heißen die wohl alle hier. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Oder hier. Nimm es. Du hast dein Schild wieder. Damit kannst du die Angriffe der Gegner abwehren. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Yay, yeah, wir können abblocken. Bonk, ich block euch alle ab. Ich will keine menschlichen Kontakte. Ich block euch alle ab. Strand unten dort, wo ich dich... Achso, ja. Gut ist, dass man auch mit der B-Taste im Grunde genommen Dialoge vorzeitig abbrechen kann. Also manche. Diesen hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Ja. Okay, einmal gehabt. Dann kommt es nicht wieder. Das ist in der DX-Version, glaube ich, nicht so. Da muss man jedes Mal die ganze Dialog durchpfeffern. Was eigentlich eine Verschlechterung ist gegenüber dieser Version. Also eine Verschlimmbesserung. Na gut, rennen wir raus. Monster am Strand. Hühnchen. Blocken wir sie weg. Weg da, Hühnchen. Weg da, Hühnchen. Weg da. Durch Gras läuft man ein bisschen langsamer. Ah, nerviges Gras. Und das ist die Hütte. Klein, aber fein. Du, du. Diese Musik hört man nur am Anfang. Ein Telefonhäuschen. Und Schmetterlinge.
GBF untersucht die Truhe oder das Regal. Das ist ja eine tolle Truhe. Das ist ein Regal, Link. Tut, tut. Piep, piep. Ja, hier, Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Tschüss. Klick. Tut, tut, tut. Ja. Für jeden Spielabschnitt im Grunde genommen gibt es einen Hinweis in so einem Telefonhäuschen. Auf der ganzen Insel sind Telefonhäuschen verteilt. Passt natürlich sehr in ein Fantasy-Setting, so ein Telefonhäuschen. Ich glaube, kein anderes Zelda-Spiel hat Telefonhäuschen. Wie funktionieren die? Oh, eine alte Dame, die fegt. Ja, ja, mir geht's gut. Und dir? Geht's hoch? Ich habe 3 Herzen. Und hier sitzt Ulrira. Das ist sein Telefon. Ring, 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 klack. Hallo, ist dort die Pizzeria da Mario? Wie sollte die Pizzeria sonst heißen? Luigi? La Luigi? Nun, ich hätte gerne die 4 mit Schinken, die 9 mit Mais, eine Lasagne und 2 Tiramisu. Das ist eine große Bestellung. Wann können Sie kommen? Klack, tut, 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 tut. Der hat sich wohl verwählt. Wann kriege ich meine Pizza? Wann kriege ich mein Tiramisu? Ja, das sind einfach nur wieder normale Truhen. Kann ich alles abbrechen hier, den Dialog. 2 Betten. Ah ja, für ihn und seine Frau. Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Ja, das ist Ulrira. Ein alter Mann, der hier sitzt und einfach nur darauf wartet, dass wir ihn anrufen. Und er weiß sehr viel dafür, dass er nur in seinem Schaukelstuhl sitzt. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle 4 Knöpfe auf einmal drücken. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Das bist du wohl. Und ein Hund. Wir blocken ihn weg. Weg da, Hund. Na, Büsche. Ich komme nicht in den Shop rein, weil ich keine Waffe habe, um die Büsche zu zerschlagen oder Gras. Na, hier könnte Tarin auch mal wieder Rasen mähen. Ein Hund. Eine Statue. Hier ruht der fliegende Gockel. So eine Windfahne. Du, 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 du. Ja, und wenn ich jetzt alle 4 Tasten drücken würde, wenn ich das mit meinem Controller hier hinkriege, dann kann ich zurück zum Spiel oder speichern und Ende machen und dann geht's quasi wieder ins Hauptmenü. Aber das ist ja nicht nötig, weil ich mache einfach das hier. Safe Stating. Oh, das war die Beschleunigung. Ich habe die Beschleunigung aktiviert. Ja, das kann man im Emulator ja auch machen. Auch so ein Vorteil. Das sind Steine, die sind auch nicht zu bewegen. Zu schwer, mit bloßen Händen wirst du das nicht hochkriegen. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst, durch die du zuletzt gegangen bist. Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Seid gut informiert dafür, dass ihr alle klein seid. Ein Schild. Osten Urunga-Steppe. Wir kommen da nicht durch. Weder durch die Büsche noch durch die Steine. Das geht erst ab Level 2. Hühnchen! Ein Haus mit 2 Türen. Hallo, Mr. Langgesicht. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal. Der Papa heißt Papal? Und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Okay, er weiß schon Bescheid. Er weiß schon, dass er sich verirren wird. Suchst du mich dort? Kann ich machen, wenn du da bist. Sag Bescheid. Mutter mit Baby. Mamal wahrscheinlich. Ich kann meine Vierlinge auch nicht auseinanderhalten. Ja. Übrigens, kennst du Yoshi? Mhm. Mein Baby fragt mich andauernd nach einer Puppe von Yoshi, aber ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das Baby kann schon sprechen und seine ersten Worte sind Yoshi-Puppe. Mama, gib mir Yoshi-Puppe. Das sind so Fackeln. Ich dachte immer, das wären so 2 Augen und darunter sind so 2 Zähne. Es hat lange gedauert, bis ich dann gemerkt habe, oh, das sollen Fackeln sein. 2 Fackeln, die nebeneinander sind. Aber ich dachte, das wären so 2 leuchtende Augen, gruselig. Mit so 2 Zähnen. Ich dachte so, ist das ein Gegner oder so? Wir können auch eben runterspringen. Wow. Wir sind wieder beim fliegenden Gockel. Ja, das ist Möwenpick. Das ist Möwendorf. Ah, ein Monster. Kettenhund. Ein, was heißen die, Bauhaus? Ich glaube schon. Mal rein hier. Guten Tag. Kleff, kleff. Bau, bau.
Bonjour, mein kleiner Struppi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ja, Struppi. Ja, das hier ist Struppi. Struppi! Ist angekettet. Der Hund ist nicht angekettet, aber Struppi ist angekettet. Macht auch, glaube ich, Sinn. Und hier hat irgendjemand ein Tier gefressen. Warst du das? Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Okay, Mann. Okay. Ich akzeptiere das mal als Fakt. Ja. Yoshi hat einen Auftritt. Mario hat einen subtilen Auftritt. Diese Viecher haben einen Auftritt. Also es ist eine sehr mystische Welt hier. Wo alles miteinander verwurstelt ist. Unterscheidet diesen Zelda von anderen Zeldas. Dieses Zelda. Eine Hütte ohne Tür. Wie kommst du rein, Mann? Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Klar. Tut mir leid, du hast nicht genug Rubine, aber sei nicht traurig. Die Fische laufen dir ja nicht weg. Bis später. Ja, hier kann man angeln. So ein Minispiel ist das. Man kann da etwas Gutes gewinnen tatsächlich auch. Ein Brunnen. Zauberwald. Schauder. Kommen wir auch nicht durch. Wir kommen nicht durch Büsche. Wir haben nur ein Schild. Und da sind die anderen zwei von den Vierlingen. Die spielen Ball hier. La 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 la. Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Ich aber schon. Ja, das ist die Karte. Fragezeichen. Hier ist ein Shop. Und das ist die ganze Map von ganz Kokolint. Man sieht schon außen den Rand von der ganzen Insel. Unten gibt es anscheinend Buchten. Oder einen Strand. Noch ein Shop. Ja, das ist der Angelshop. Ein Fragezeichen. Ulriras Hütte. Achso. Madame Mio Mios Haus. Okay, da fahre ich mal. Bissiger Hund, also. Ja, da fahren wir mal, was das überhaupt für Leute sind oder wie die heißen. Marin und Tarin zu Hause. Tante Emma Laden. Möwendorf. Ja. Haus der Großfamilie. Ja, das ist die Großfamilie. Der Traumschrein ist dort. Spielhalle, die Spielhölle. Telefonhäuschen. Riras Hütte. Madame Mio Mios Haus. Bissiger Hund. Dorfbücherei. Oh, hier ist eine Bücherei. Wenn alle Herzen fast leer sind, solltest du dich schnell in ein Haus oder eine Höhle begeben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Weil man wird ja nicht geheilt, indem man in eine Höhle geht. Und eigentlich ist das eher kontraproduktiv, weil in Höhlen sind meistens Monster oder sowas. Und da wird man ja eher sterben. Zusätzlich. Also dieser Tipp von diesem Jungen ist irgendwie kontraproduktiv. Es sei denn, er meint, dass man, wenn man dann stirbt, dass man an der Stelle wieder auftaucht. Der Tante Emma Laden. Ja, da kann ich auch mal reingehen. Der ist ja nicht versperrt. Hier sind einfach nur Büsche. Shop. Hier können wir was kaufen. Eine Schaufel für 200 Rubine. Teuer, teuer. Drei Herzen für 10 Rubine und ein Level 1 Schild, falls wir eins verloren haben sollten. Ich kann es hier gar nicht einsetzen in dem Shop. Für 20 Rubine. Ja, und das ist der Händler. Gude, hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse. Gude? Was heißt denn Gude? Gude. Gude. Gude, Gude, Gudor. Gude hier, gute Dor. Badabam, badam, badam. Okay, wir können eigentlich nur eins machen hier. Wurmpalast. Toronga-Strand. Ja, zum Wurmpalast müssen wir noch nicht. Wir müssen zum Toronga-Strand. Schönes Wasser, Blüten und Octorox. Ah. Ich kann sie bis jetzt nur wegschubsen. Palmen. Ja, hier wurden wir wohl von Marin gefunden. Ah, Ungünstige Positionierung. Au! Ich wurde getroffen. Aha, ein Seeigel. Stationär, kann ich wegschieben. Und da ist unser Schwert. Das hätte Marin auch mal mitnehmen können. Oder Tarin. Oh nein, die Eule ist da. Ich glaube, das ist der erste Auftritt der Eule. In Ocarina of Time taucht die Eule ja auch auf und labert einen voll. Und hier ist es genauso. Uhu, uhu, es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Ach, sind sie das? Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken.
Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Ja, das ist unsere Quest. Wir müssen den Windfisch wecken. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Schau da. Wir sehen uns dort. Okay. Danke. Unser Schwert. Nun hast du auch dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen GBF darauf zu lesen. Badabam. Und weggeboxt wurde der Segel. Ja, wir können eine Wirbelattacke machen. Aufladen und wirbeln. Zack, zack. Haha. Jetzt geht's rund. Nimm dies, du Krabbe. Gib mein Herz, ich brauche eins. Stimmt. Treibgut. Sieht immer aus wie ein Sack mit einem Propeller dran. Muscheln. Ah, sie buddeln sich ein. Wo seid ihr? Da. Haha. Ein Affe. Der wirft mit Kokosnüssen. Ich muss da weg. Man kann nicht wegschwimmen. Es gibt sogar einen Manga über dieses Spiel. Habe ich auch mal gelesen. Auch ganz niedlich. Wir können Büsche zerschlagen und an einem Affen gehe ich vorbei. Hier ist ein Haus. Mit einem Alligator. Und Bananen. Hallo. Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames Hobby, stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Genetische Strukturen. Er hat ein Wasserbett. Wie passend. Alte Dosen sammelt er. Nimm dies, Octorok. Ja, und die Musik hat sich jetzt verändert. Weil wir jetzt ein Schwert haben. Vorsicht, Seeigel! Mit dem Schild zur Seite schieben. Haben wir schon gemacht. Nimmt dies und sterbt. Ich bin der Held. Und ich verprügel euch. Oh nein, eines von den zwei Boni-Gegenständen im Grunde genommen, die uns widerstandsfähiger machen. Also, es gibt zwei Sachen. Eines macht uns stärker, das andere gibt uns bessere Verteidigung. Bei Treffern, die wir erleiden. Das andere macht mehr Schaden. Und das hier ist halt das Verteidigungsobjekt. Ein Götter-Ahorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Solange diese Musik spielt, gilt eben dieser Schutz. Ich fand das immer sehr nervig. Normalerweise umgehe ich die. Aber wenn wir jetzt Schaden nehmen, habe ich jetzt gar keinen Schaden genommen. Ich nehme gar keinen Schaden durch das Götter-Ahorn. Aber jetzt, wo die Musik weg ist, nehme ich wieder einen halben Punkt Schaden. Und ein paar Rubine. Au. Fieser Octorok. Das andere ist ein Teil der Macht. So heißt das dann. Und dann können wir Gegner voll wegpfeffern. Octoroks droppen keine Herzen. Die droppen nur Rubine. In Büschen kann man alles finden. Rubine und Herzen. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle vier Knöpfe... Also. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst. Achso. Ihr sagt jetzt aber was anderes, das, was die anderen eigentlich gesagt haben. Naja. Die Dorfbücherei. Hier kann man sich voll informieren. Die Vorzüge der Teleporter. Das Buch lesen. Informieren wir uns ein bisschen. Auf Kokolint gibt es einige Teleporter. Um sie benutzen zu können, musst du dich in das Loch fallen lassen. Du landest automatisch an einem anderen Teleporter. Du kannst nur Teleporter benutzen, die du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Okay. Nicht ohne meine Bombe. Das Buch lesen. Nicht ohne meine Bombe. Nachdem du die Bombe hingelegt hast, kannst du sie wieder aufheben, wenn du den Knopf erneut drückst. Um sie jetzt zu werfen, musst du ein weiteres Mal den Knopf drücken. Schon gewusst? Ja. Kokolint Karte. Cursor bewegen und A drücken, um die Namen der Orte zu sehen. Möchtest du die Karte sehen? Klar. Ja, und hier ist jetzt schon mal die ganze Karte aufgedeckt. Hier ist das Möwendorf, hier ist der Zauberwald. Wir können schon all die Texte hier lesen, die hier sind. Und hier ganz oben ist das Windfischei. Da müssen wir hin. Oder das ist das Ende des Spiels eigentlich schon. Level 5, Fischmaul. Wir haben schon die ganzen Level, können wir uns angucken. Richards Villa ist hier. Bananenhändler. Level 1, Wurmpalast. Unser erster Dungeon, aber erstmal müssen wir in den Wald.
Telefonhäuschen, da ist wieder ein Telefonhäuschen. Da ist der Friedhof. Ne, hier ist der Friedhof und da so ein paar Bäume sind da. Was hier denn? Schloss Canalet. Ein großes Schloss. Ganon ist hier nicht drin. Level 6, Maskentempel. Durstwüste. Zoodorf. Es gibt zwei Dörfer. Möwendorf und Zoodorf. Fischmaul ist ein Level. Telefonhäuschen. Urunga-Steppe. Ja, hier können wir schon mal alles sehen, was im Spiel überhaupt da ist. Die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Das Buch lesen? Wirklich? Jo. Nein. Doch. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Ja, müssen wir wohl immer mal eine magische Lupe finden. Die Benutzung des Schildes für Fortgeschrittene. Das Buch lesen? Klar. Hältst du den Knopf gedrückt, kannst du dich vor gegnerischen Angriffen schützen und manche Monster sogar wegstoßen, haben wir gemerkt. Den Schild gibt es auch als Sondermodell, Spiegelschild, der vor Strahlen aller Art schützt. Cool. Das Geheimnis der Wirbelklinge. Das Buch lesen? Jo. Schon seit Generationen ist die Familie des Helden mit dieser Technik gut vertraut. Auch der Onkel von Link aus Link to the Past, der am Anfang gleich stirbt. Spoiler! Drücke den Schwertknopf und halte ihn gedrückt, bis das Schwert zu blinken beginnt. Lass den Knopf los und dann mit dem Schwert zu wirbeln. Wirbel. Schild. Wirbel. Automatische Pläne zeichnen und Memo-Buch. Das Buch lesen? Klingt langweilig. Drücke Select, um die Karte der Insel zu sehen, die der Gameboy automatisch für dich zeichnet. An den schwarzen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Bewege den Cursor und drücke A, um Informationen über die Orte zu erhalten. Auch die Tipps vom Uhu können nochmal gelesen werden. Wer will das denn machen? Wie man einen Gegenstand aus dem Menü wählt. Das Buch lesen? Aha. Wähle den Gegenstand aus dem Untermenü aus und belege damit die Knöpfe A und B. Man kann auch mit anderen Dingen als dem Schwert kämpfen. Finde es heraus. Das ist keine Truhe. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Okay, keine Truhe. Ja, das ist die Bücherei. Es gibt nur ein Buch, was wirklich interessant ist für uns. Zack. Herzen. Und das ist eben das, was wir nicht lesen können mit der Lupe. Wir brauchen eine Lupe. Wir sind hier runtergefallen und finden ein Herzteil. Ein Herzteil, es gehört dir. Wir haben 1 von 4. Sobald man 4 Stück zusammen hat, kriegt man einen weiteren Herzcontainer. Ich glaube, das ist alles eigentlich klar. Oh, ich habe den Hund getroffen und dann greift er einmal an. Ah! Ich will dich gar nicht treffen. Man kann auch Hühner verprügeln, aber dann wird man von einer Horde von Hühnern angegriffen. Wenn man das zu oft macht. Sterben können die nicht. Ja, jetzt kommen die Hühner angeflogen und wollen uns töten. Es ist die Rache der Hühner. Oh Mann, komme ich hier raus? Oh Mann, das war eine selten dämliche Idee. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Ich muss ins Haus, ich muss ins Haus, ich muss ins Haus. Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Jetzt piept das. Wow, ich bin fast schon gestorben durch irgendwelche Hühner. Safe State, bitte. Der Grund, warum ich das tue, weil jeder Tod, den man erleidet im Spiel, wird vermerkt. Und man kriegt das gute Ende. Ich lasse dich jetzt in Ruhe, Hühnchen. Kriegt man nur, wenn man gar nicht, kein einziges Mal gestorben ist im Spiel. Das erste Mal, als ich das überhaupt hier durchgespielt habe, bin ich... Ich glaube, am Ende waren es 700, 800 Tode, die ich da vermerkt hatte. Ich bin sehr oft gestorben beim ersten Mal. Hier kann man sich gut ein bisschen eindecken mit Geld und Herzen. Und, was ist das? Herz und eine Zaubermuschel. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja, an einer bestimmten Stelle kann man Upgrades kriegen für sein Schwert, wenn man genug von den Zaubermuscheln gefunden hat. Das ist so eine Suchquest, die sich über das ganze Spiel erstreckt. Das ist unser Menü. Es gibt 8 Felder dort. Das sind die Musikinstrumente, die wir finden müssen in den Dungeons. Dann haben wir eine Zaubermuschel jetzt gefunden und noch keine weiteren
Gegenstände, die wir austauschen können. Ich könnte das Schild jetzt weglegen, aber wozu? Ich lasse es da. Dafür sind die A- und B-Slots ja da. Oder Tasten. Zack. So. Gehen wir mal in diesen Shop rein. Und da ist eine Yoshi-Puppe. Die will ich haben. Ja. Mal gucken. Habe ich genug Geld, um zu spielen? Wunderkran. Ein Spiel, 10 Rubine. Ich habe gerade genug Geld. Zock oder Gähn? Wir zocken mal. Mit den A- und B-Knöpfen bewegst du den Kran. Der Rest ist Timing. Geh vor die Knöpfe. Viel Erfolg. Okay. Na, schnapp dir nicht. Nee, das war Murks. Jetzt habe ich nur ein Herz bekommen. Das ist doof. Ging das nochmal? Ah, ich muss weiter... Ah, ich muss die A-Taste länger gedrückt halten. Okay, ich glaube, die Stellung war schon richtig. Ich muss nur tiefer kommen. So, vielleicht? Ja. Ah, wir haben die Yoshi-Puppe. Sehr gut. Das wollte ja das Baby haben von dem... von der Großfamilie. Und das Rest ist halt nur... Ja, Zauberpulver könnte man hier auch kriegen. Interessant. Und das Auge von Yoshi ist durchsichtig anscheinend. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich. Du liebst Yoshi. Mehr Geld habe ich nicht. Dann haben wir jetzt auch so eine Yoshi-Puppe. Die können wir gleich mal abliefern. Ein bisschen Geld. Ein Hühnchen, ich lasse euch in Ruhe. Ich schub's euch nur. Das ist der Traumschrein. Können wir auch noch nicht rein. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi? Wird gar nicht hier angezeigt als Yoshi ausgeschrieben, sondern nur als Symbol. Nö. Hm, das ist aber schade. Ach doch, ich gebe dir das. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Eine Schleife. Du hast deinen Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Ja, es gibt so eine Tauschquest im Grunde genommen, wo man einen Gegenstand gegen den nächsten tauscht. Hey Marin, da bist du ja. Hi, Tarin ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin aber lieber hier geblieben, um zu singen. Es folgt die Ballade vom Windfisch. Und dann singt sie. Da 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 da. Da 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 da. Ja, das ist das Lied vom Windfisch, im Grunde das Thema des Spiels. Und die Tiere werden alle friedlich, wenn sie singt. Ich kann sie nicht mal mehr hauen. Oh, ein Schutzzauber. So, und irgendwer wollte doch hier Juwelen und sowas haben. Ich glaube, das war dieser kleine Kerl hier. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes... Ups, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude! Hier ist deine Dose. Du hast die Schleife gegen eine Dose mit Hundefutter getauscht. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Ja, es läuft dieser kleine Kläffer hier mit einer Schleife auf dem Kopf rum. Das ist aber eine Dose. Wir wissen ja, dass der Krokodilmann da Dosen sammelt. Jetzt können wir da schon mal hin und ihm die geben, bevor wir uns in den Zauberwald begeben. Nimm dies. Nimm es und lass es dir schmecken.
Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist... Genau diese Dose fehlt mir in meiner Sammlung. Bitte gib mir die Dose. Bitte, bitte, bitte. Okay. Nein. Hat wohl keinen Sinn, weiter zu bitten, oder? Solltest du die Meinung ändern, ich bin hier. Ja, du kriegst die Dose. Du kriegst die Dose. Bitte, bitte, bitte. Jau. Oh, danke. Gib sie sofort her. Nam, 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 nam. Das ist die Sammlung in deinem Körper, oder was? Schmatz, schmatz. Blöp. Oh, das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Wups. Du hast die Dose gegen die Bananen getauscht. Guter Deal, Baby. Baby. Danke nochmal, das war lecker. Das war's wohl. Willst du Bananen haben? Ah. Willst du Bananen haben? Aha, nimm dies. Ich habe Bananen für dich, aber du willst sie nicht. Ja. Kann man ein bisschen Geld verdienen anscheinend. Aber dieser Affe will wohl keine Bananen. Na gut. Komischer Affe. Ein Götterahnhorn. Nehme ich nicht, brauche ich nicht. Weil? Die Musik mag ich nicht. Das ist so hektisch alles dann. Ah, das ist ein Teil der Macht. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Here we are, born to be kings. Und dann fliegen die Gegner so weg. Moonwalking rückwärts. Tio. Ich bin voll weggeschleudert. Und explodieren. Unser Schwert leuchtet vor lauter Energie. Zack. Okay, ja, die Bananen müssen wir irgendwo anders abgeben. Ein paar Herzchen. Zauberwald. Suchen wir Tarin im Wald, der sucht ja Pilze. Eule wieder. Toll. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Außer auf der Karte von Kokulin selbst. Oder in der Dorfbücherei. Kein Weg führt zur Außenwelt. Nur wenn der Windfisch wach ist, könntest du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kokulin herrschen andere Naturgesetze. Geht so. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen. Um den Windfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Es war so ein Spionator, der Windfisch. Hier gibt es Moblins. Ich habe auch sofort zerplatzen mit meiner Waffe. Normalerweise brauchen sie zwei Treffer. Hier komme ich noch nicht rein. Ein Herz. Wie haben wir denn hier einen Waschbären? Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Okay. Oh, das ist schön für dich. Hehehe, du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Hehehe, verlaufen. Okay. Ich werde mich verlaufen. Hör auf, mich auszulachen. Ja, jetzt bin ich woanders hin teleportiert worden. Wir müssen diesen Waschbären irgendwie... beackern. Außerdem haben wir einen Moblin mit Schild und Schwert. Braucht normalerweise auch zwei Treffer und kann sich schützen durch sein Schild ein bisschen. Wir sind jetzt eigentlich, ja, vom Waschbären ganz woanders hingebracht worden. Der lässt uns nicht hier nach Norden, das heißt, wir müssen den irgendwie ausschalten oder beseitigen oder irgendwas mit ihm machen. Schleim ist auch eine interessante Gegnertype, als dass, wenn man sie mit normaler Stärke trifft, nicht mit der Macht, die wir jetzt haben. Das sind Löcher, in die man reinfallen kann und dann nimmt man Schaden. Ein halbes Herz. Man kann auch Gegner in Löcher schubsen. Aber wenn man dann wieder zurückkommt, dann sind sie wieder da. Also die gelten dann nicht als tot, sondern nur als
verschollen, kurzfristig. Und jetzt respawnen die Gegner hier schon wieder. Also wenn man sich ein paar Felder weiter bewegt, dann kommen die auch alle wieder. So. Löcher. Vielleicht könnte ich mich da vorbeischieben. Wir brauchen irgendwas, um darüber hinwegzuspringen, oder wir müssen einen alternativen Pfad finden. Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr! Unsere erste Höhle. Diese Augen sind Fledermäuse. Götterahorn. Ja, und diese nochmal ein Teil der Macht. Wenn wir zu lange draufstehen, brechen sie ein. Boah, nimm dies, du Fledermaus. Nimm das, du Fledermaus. Und diese Blöcke kann man tatsächlich schieben. Die Kristalle kann man zerschlagen. Und wir kriegen 50 Rubine. Sehr schön. Schleim. Schädel. Ja, und Schädel kann man auch noch nicht anheben. Wir müssen hier so ein kleines Schieberätsel lösen. An das Herz kommen wir so noch nicht ran. Dafür brauchen wir ein Armband. Was finden wir denn hier? Ein Pilz. Du hast eine Schlummermorchel gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Schlummermorchel. Du hältst die Schlummermorchel nach oben, aber nichts passiert. Stattdessen verbreitet sich ein fauliger Geruch. Ja, hat keinen Nutzen. Ist bloß ein Gegenstand, den man abgeben kann. Jetzt haben wir die Macht verloren. Zu der Truhe müssen wir hin. Aber das geht auch von hier aus nicht. Ja, wir müssen irgendwie den Waschbären ausschalten. So, kann ich das da schieben? Ich könnte es ja mal versuchen. Ich glaube, es geht nicht, weil da so Geröll im Weg ist, so ein bisschen, und das kann man nicht schieben. Man braucht also ein Kraftarmband, um an dieses Herzteil zu kommen. Oh, die kann ich doch mit einem Schlag töten. Ich dachte, die teilen sich auf. Ja, schon wieder Götterahorn. Ich nehme keinen Schaden von diesen Gegnern durch das Götterahorn. Eigentlich unverwundbar. Und die Moblins werfen auch mit Speeren. Manchmal. Ah, die teilen sich auf hier. Dann werden sie zu zwei kleinen Schleimbolzen. Au. Oder auch nicht, au. Komm, schleuder was. Bing. Haha, abgeblockt. Noch ein Herzteil, kommen wir aber auch nicht ran. Es sei denn, ich könnte mich irgendwie da so... manchmal kann man das schaffen, wenn man genug Speed drauf hat, aber das habe ich gerade nicht. Geierwally. Geierwally. Mambos Brunnen im Süden. Geierwally im Osten. Ah, hier ist ein Gegner, den kann man nicht töten. Man wird nur gebrutzelt, wenn man draufschlägt. Au. Und ein Sora im Wasser. Kann man vielleicht erwischen. Ich habe es einmal getroffen und ist jetzt wohl tot. Und man kommt ja nicht daran, was es gedroppt hätte. Ja, und hier ist Geierwally. In diesem gruselig aussehenden Häuschen. Eine Maus. Brauch ihn bald, den Pilz im Wald. Und mach dir fix einen Zaubermix. Okay, du willst einen Pilz haben? Ich habe einen Pilz hier. Ah, es hat eine Schlummermorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Wird schnell gemixt. Das Pulver ist fertig. Probiere es gleich mal in der Hütte aus. Verschwende es jedoch nicht. Unnötig. Das Zauberpulver gehört nun dir. Probiere, was du damit besprühen kannst. Ja, wir können damit Licht anmachen. Zack. Aha. Gilt allerdings nur kurz. Was passiert mit der Maus? Gar nichts. Was passiert mit dir? Auch nichts. Wir haben nur 20 Ladungen. Man kann es ab und zu finden und jetzt ist das Feuer wieder ausgegangen. Also man könnte kurz Licht erzeugen mit dem Zauberpulver. Wurde aus einer Schlummermorche gewonnen. Und wir können diesen hier besprühen. Oh, das war dumm. Ich muss hier weg. Und dann
quellen die Augen so raus. Sollen wir nicht noch was anderes damit machen können? Ne. Ich meine, die reden dann mit einem. Aber jetzt wohl nicht. Haben wir keine Lust. Ah, ein Herz, Gott sei Dank.